Um Milena zu beschützen, hatte Fabian sich in höchste Gefahr gebracht. Freunde. Freunde. Paulina ist glücklich. Nach all den zurückliegenden Schwierigkeiten scheint für sie und ihre kleine Familie endlich einmal alles rund zu laufen. Ganz anders als du, Freunde. Ich hab's gewusst. Was? Dass du eine tolle Mama bist. Naja, hab ja auch ein super Baby. Und einen super Papa. Mhm. Ein alter Bekannter ist wieder in der Stadt. Spider, der einst Layla entführt hat und dafür in den Jugendknast musste, ist offenbar wieder auf freiem Fuß. Ich schreibe morgen früh die Klausur bei Berger. Gehst du jetzt etwa? Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Berechnungsgesetze drauf. Außerdem ist es schon nach 10. Du weißt doch, dass dein Onkel nicht drauf steht, dass ich hier die ganze Nacht rumliege. Naja, das hat dich doch sonst aber auch nicht gestört. Sorry, Babe, aber ich muss echt los. Und ich darf mir die Nacht mit Heinz allein um die Ohren schlagen. Morgen löse ich dich ab. Versprochen. Aber vergiss nicht, Windeln mitzubringen. Ist klar. Ach, mein Süßer. Papa meint's nicht so. Er ist eben auch nur ein Mann. Morgen! Wieso ist Heinz denn bei dir? Naja, der musste gewickelt werden. Du hast so fest geschlafen, da wollte ich sie nicht extra aufwecken. Ich habe übrigens neues Waschpulver gekauft. Das ist besonders sanft und für Babys geeignet. Ach ja, und die Hebamme hat gesagt, dass Heinz jetzt 3 statt 2 Mal am Tag ein Fläschchen mit Zusatznahrung kriegen soll. Dann kannst du Schritt für Schritt abstillen. Wer sagt denn, dass ich jetzt schon komplett abstillen will? Ich dachte nur wegen der Schule und so. Außerdem wiegt das so wenig für so ein Alter. Das habe ich gerade überprüft. Guck mal. Hier können wir ab jetzt Tag für Tag sein Gewicht eintragen, damit wir nichts übersehen. Das ist noch ein bisschen früh für so lange Vorträge, findest du nicht? Ja, du darfst abends nicht mehr so lange Fernsehen. Das kannst du dir mit dem Kind nicht mehr erlauben. Das ist ja wohl meine Sache. Ich will dir doch nur helfen. Ach, und noch was. Um mein Kind kümmere ich mich, klar. Ja, aber die ersten Monate sind die härtesten. Ich brauche keine Hilfe. Du hast aber noch mal Glück gehabt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, ohne Bruno wäre ich da nicht so heil rausgekommen. Hat die Polizei schon jemanden festnehmen können? Die Typen sitzen erstmal ein. Und so schnell tauchen die auch nicht wieder auf. Zurück zum Grundgesetz. Unsere Projektgruppe der 7. und 9. beschäftigt sich heute mit Artikel 5, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und damit kennen sich ja einige von euch ganz besonders gut aus. He? Die Referenten sind heute Nico und Mia. Ist das nicht Spider? Was macht denn der Blödmann hier? Ich dachte, der sitzt im Jugendknast. Guck mal. Spider? Freie Meinungsäußerung, ja. Aber bitte mit Handzeichen. Was gibt's denn? Ja? Wo zum Geier bleibst du denn mit den Windeln? Das Baby hat sich vollgemacht und ich habe nichts mehr zum Wechseln. Scheiße, Paulina, die habe ich noch nicht. Ich bin gleich da. Es gibt einen Notfall. Notfall Paulina, hm? Na, husch. Die spielt auch mit? Ja, klingt super. Klar komme ich mit. Ja, warte. Übermorgen. Alles klar. Heinzi? Ach, kein Problem. Lucky passt so lange auf ihn auf.
Ach Mist, Milena, ich muss Schluss machen. Wir sehen uns, ja, ciao. Windelpink-Service. Oh, na endlich. Ich musste schon mit Küchenhandtüchern improvisieren. Dein Onkel wird sich freuen. Sehr witzig. Und das alles nur wegen deinem Öko-Tick. Diese verfluchten Stoffwillen, die brauchen eine Ewigkeit, bis sie gewaschen und wieder trocken sind. Und deshalb ist ab jetzt auch Schluss damit. Oh, klasse. Du kommst doch gleich mit zum Kinderarzt, oder? Logo, sag mal, ist es okay, wenn ich übermorgen mit Monique zum Basketball gehe? Die Erfurt Kangaroos spielen. Ja, ja, klar, mach nur. Der Papa hat dir neue Windeln mitgebracht. Jetzt kannst du hier alles schön voll machen. Hallo, ich habe euch neue Stoffwillen mitgebracht. Öko ist nicht mehr. Ja, aber ihr wollt die Dinger doch dauernd haben. Wegen der Umwelt und so. Was soll ich jetzt mit dem Zeug machen? Benutze sie doch als Küchenhandtücher. Wir haben nämlich keine mehr. Aber ich will nicht, dass du den Kleinen mit irgendwelchen Viren vollpumpen lässt. Oh, jetzt stell dich nicht so an. Impfung schützen vor gefährlichen Krankheiten. Oder willst du, dass er Diphtherie oder Masern bekommt? Hast du schon mal die ganzen Nebenwirkungen nachgedacht? Was, wenn der Kleine allergisch reagiert? Ach, jetzt laber nicht so einen Quatsch. Mensch, pass doch auf. Bin ich jetzt wieder schuld, oder was? Hey, Lucky! Was will der denn hier? Na, Alter, wie geht's? Machst du jetzt einen auf Happy Family oder was? Ich dachte, du sitzt. Ja, ich bin gerade wieder rausgekommen. Alter, ich muss dringend mit dir reden. Sorry, wir haben es echt eilig. Vielleicht ein anderes Mal. Da kommt schon! Ja, ja, ich komm hier. Ich will noch einen Döner essen gehen. Ich hab da aber ein ganz tolles Teil gesehen. Verdammte Unordnung. Ja, das geht wirklich zu weit. Was soll das? Hier hockt der Seelenruhig von der Glotze und legt die Beine hoch. Und hier sieht's aus wie ein Saustall. Och nö, mein Lieblingsjackett. Ja, ich wohne auch noch hier. Und ich habe keine Lust auf eine Müllkippe zu Hause. Also wenn ihr denkt, ihr könnt euch taub stellen. Was machst du denn da? Nichts. Schlaf weiter. Sag schon, ist was mit dem Baby? Ja, der hat bisher kein einziges Mal gebrüllt. Ist doch nicht normal, dass er so ruhig ist. Dem geht's gut. Schlaf weiter, Heinz. Ja, ja. Nacht. Nacht. Ja, Entschuldigung. Na, schönen Dank auch. Hey, Mama ist ja schon da. Schatzi, nicht da.